Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo Leute und herzlich willkommen in Ilas Welt mit mir, die Arwen. Ich bin so happy, weil ich habe bei Shein oder Shine, die Ila hat gesagt, ich soll Shein sagen. Egal, es ist auch alles dasselbe. Auf jeden Fall habe ich da was bestellt zum ersten Mal. Und ich bin richtig aufgeregt, ob das wirklich so aussieht. Und wie es auf dem Bild gepostet ist. Und es werden wir jetzt auspacken. Und ich mache das mit euch. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Okay, ich ziehe das jetzt. So. Ich schneide das jetzt da so auf. Wir wollen jetzt immer wie so in eine Geschenktüte. Holen wir jetzt nacheinander alle Sachen raus. Oh mein Gott. Ich habe einmal so ein schönes T-Shirt. Oh mein Gott, das ist so schön. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mir das... Nein, ich glaube, das passt sogar. Oh, warte mal. Wir holen es einfach mal raus. Mal schauen. Okay, da ist erstmal so Papier. Und jetzt haben wir hier... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja voll schön. So, das ist ein bisschen gerippt und da ist auch noch so ein Reserveknopf dabei. Das ist so einer. Und das ist einfach so schön. Das ist auch so Sommer- und Frühlingshaft. Und das kann man jetzt super im Frühling und im Sommer, wo es richtig heiß ist, anziehen. Und das sieht so schön aus. So blau und rosa, rote Blumen. Genau. Wie gesagt, es ist so leicht gerippt. Also es schaut wirklich genauso aus, wie ich es auch bestellt habe. Es sah wirklich genau so aus. Und das ist jetzt, ich bin jetzt eigentlich echt gespannt, ob die anderen Sachen genauso aussehen oder auch anders sind. Versteht ihr? Also, ja, okay. Ich würde sagen, wir holen das nächste raus. Machen wir spannend. Ich tue jetzt etwas nach hinten gehen. Obwohl, nein, ich hole das von vorne raus. Jetzt wird es kurz raus. Das ist ja mega weich. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Das sieht genauso aus, wie es abgebildet ist. Das ist so flauschig. Es hat so Knöpfe, oh mein Gott. Ah, und da ist noch was drin. Ah, der Rock dazu. Das ist nämlich eigentlich so ein ganzes Outfit. Ah, und da ist auch noch ein Reserve-Knopf dabei wieder. Und das Coole ist halt, es ist wie eine Weste und du kannst es aber auch als T-Shirt anziehen. Also man kann es auf und zu machen wie bei einer normalen Weste. Halt, das ist irgendwie anders, wenn ihr versteht, was ich meine. Genau. Aber die ist so schön. Die ist so weich, wirklich, die ist so flauschig. Die kann man aber auch im Sommer anziehen, weil es hat einen Rock und es ist etwas wärmer. Aber man kann es, glaube ich, auch im Winter anziehen, also die Weste, weil es sehr flauschig ist. Genau, aber sie ist echt schön. Das ist so lila, so ein Pastelllila mit so weiß. Das sind einfach so schöne Farben. Genau, wir machen weiter. Spannung steigt. Ich bin so aufgeregt, ey. So, okay. Ich habe jetzt drei Sachen rausgeholt. Warte, das sieht etwas groß aus. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Oh mein Gott. Das sieht auch genauso aus, wie es abgebildet ist. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Oh mein Gott. Auch wieder in mega coolen Farben. Also in rosa. Ich habe halt falsch rum. In rosa, weiß und schwarz. Und das ist so, ich liebe solche, ich bin jetzt gerade voll so auf altmodisch. Und das ist halt irgendwie so altmodisch. Versteht ihr, was ich meine? So, ja, solche Uniformen? Pullover waren früher, glaube ich, so. Und genau, also ich finde den so schön. Und wir machen jetzt direkt weiter. Mal gucken. Ah, das war geil. So, jetzt. Ich fand das so schön, weil das ist so, das Abzeichen ist wie in Ibiza. Das sind nämlich auch diese Kirschen.
Ich hatte auch ein Schild davon, wo Abend, nein, nicht Abend, sondern irgendwas mit Ibiza oder so draufsteht. Das ist auch so schön. Das ist auch so ein Pulli wie der. Der ist auch so schön, auch so ein Türkis. Oh mein Gott, wie schön. Aber es ist auch genauso, wie es abgebildet ist. Also ich glaube, alle Sachen sind genauso, wie es abgebildet ist. Genau, das ist auch so schön. Passt eigentlich genau, glaube ich. Genau. So. Okay, wie viele Sachen sind da noch drin? Oh mein Gott. Das ist ein Rock in so einer schönen Farbe. So hier. Und dazu gibt es, bitte. Oh mein Gott. Ah, falsch. Oh mein Gott, das ist so ein cooler Pulli. Und das passt so gut zusammen. Oh mein Gott, das ist so eine schöne Farbe. Ich liebe solche Pastelltöne. Oh mein Gott, Leute, das ist so schön. Oh mein Gott, ich kann nicht das so. Oh mein Gott, ich bin so happy. Es sind so schöne Sachen, ehrlich jetzt. Aber es ist noch was drinnen. Oh mein Gott, darauf freue ich mich. Die ist etwas groß. Darauf freue ich mich schon so lange. Also weich ist sie. Und die Frage ist, das sind so schöne Sachen, ehrlich jetzt. Das ist wie so, ich liebe ja Schach. Also ich mag sehr gerne Schach. Und das sind wie so Schachbrettfarben, nur dass es rosa und weiß ist. Oh mein Gott, das ist, die ist so schön. Ich schau noch kurz. Okay, endgültig leer. Oh mein Gott, das Coole ist halt bei denen, das sind so Zip-Sachen. Nicht so irgendwie so zum Aufreißen, sondern so Zip-Sachen sind eigentlich cool. Das ist so was Ähnliches wie das Lila, ne? Nur so auch in Schach, sag ich jetzt mal. So Schachfarben, weiß und schwarz, grau, gräulich. Und dazu, zu diesem Rock, gibt es auch noch einen Pulli! Oh mein Gott, der ist auch so schön. Das Coole ist halt, man kann es auch mit anders mischen, weil zum Beispiel jetzt, sagen wir jetzt, dieser Rock mit dem hier, ich weiß jetzt nicht, ob das passt, aber man kann es auch mischen. Man kann auch nur den Pulli anziehen und den Rock auch so mit einem anderen T-Shirt. Versteht ihr, was ich meine? Aber es sind so schöne Sachen. Ah, stimmt, genau, das sind diese Sachen. Also das sind einmal so Stöckchen für die, ist das jetzt eingepackt, Stöckchen für die Aria. Das haben wir auch noch bestellt. Und auch noch was voll Süßes. Mal schauen. Oh, wow. Oh mein Gott. Also da ist nochmal, auf jeden Fall, so sieht das mal aus. Ist das süß? Und zu diesem Kleid ist auch noch ein Gürtel oder so. Ich glaube, das ist so ein Gürtel. Oh mein Gott, das ist auch so süß. Diese ganzen Sachen. Oh mein Gott, Leute, ich kann euch nur Shein oder Shein empfehlen. Das sind so schöne Sachen, ehrlich jetzt. Genau, das war's. Und ich werde jetzt noch diese ganzen Sachen hier anprobieren und euch dann zeigen, ob das auch wirklich so aussieht, also so cool aussieht, bei mir. Versteht ihr, was ich meine? Also, wir machen jetzt noch ein Foto für dich.